Heute spielen wir gegen Yu-Gi-Oh! Insider und Horus in der PSL. Ich bin mal gespannt, ob wir unsere grandiose Niederlage von der ersten Runde, die wir gespielt haben, wieder ausgleichen können. Ich habe das Gefühl, das könnte sehr eng werden. Mal gucken, was für ein Deck Horus sich da gepickt hat. Viel Spaß damit. Ihr wisst vielleicht nicht, aber ich bin ja Team Paper. Macht man auch jedes Mal. Als erstes habe ich den guten limitierten Upstart. Ich habe 3 Stück davon, aber ist ja wieder limitiert. Ist ja wie Pot of Greed so. Ich habe ihn, aber ich darf ihn nicht spielen. Und ich kann mir das ganze Deck hier angucken. Ich mag die alten Regeln. Ja, Pot of Greed. Weil man sagen muss, dass die meisten Commons ja meistens im Turnipack danach halt irgendwie gedruckt werden, ne? Jetzt gucken wir mal, ob da ein Eudora liegt. Ob jetzt die Fairy Box kommt. Predicted, ich baue eine Mauer. Ja, die ist halt wirklich nur gut, wenn du sie halt selber flippen kannst, ne? Vogel habe ich gesehen, Alter. Den kannst du weglassen. Ja, der Käfer ist halt ekelhaft. Ich spiele davon bestimmt 2 Stück. Ich habe einen Deck gesehen. Sad. 1000 Damage. Weil ich meine, komm, 2 Folge, das wäre ja lächerlich, oder? Ja. Danke. Albtraum, toll. Ja, natürlich, ja. Ach mein Gott, wieso? Was? Nice Spice, nice. Ja, ich ziehe auch nur Spice. Wie nice. Oh, diese Karte ist so ekelhaft, ne? Ekelhaft. Ja, dann mach mal. Warum mache ich Sachen, die man nicht machen sollte? Warum tue ich die? Das fragen sich Jugendspieler, seitdem Exol das erste Mal Kaiba zerstört hat. Ich terminiere. Das Teil spielst du noch? Ja, Mann, die ist voll gut. Es ist halt so traurig, dass es das Kackmonster nicht outen kann. Das ist doch lächerlich. Ich kann nicht angreifen. Gravity Bind. Ja, ich weiß. Ja, habe ich erst gemerkt, dass ich schon geswitcht habe. Ja, weil die einfach nervig ist, ne? Dumme. Aber ich muss mich halt verteidigen, so. Ich kann ja nichts machen. Weil das ist eh vorbei. Okay. Die haben wir übrigens auch nicht. Ich habe mir halt gedacht, so, bestes Side-Deck. Egal, zum Bührer, Regiki Break. Das ist natürlich alles ekelhaft, ne? Jetzt ist ja auf jeden Fall zum Bührer, das heißt, die kann ich auf jeden Fall noch weiter behalten, weil du kein Out hast. Geh zurück ins Deck, Jung. Aber unser Deck ist eklig, ne? Ja, ist auch. Ich spiele nur einen mysteriösen Guard. Ja. Ich spiele nicht mal mehr Hähnchen, ja? Das war so klar. Wir drehen uns im Kreis. Dann Pflichteffekte, du mich mal weg hier. Ja, dann Top-Deck des Jahres, würde ich sagen, ne? Ist die Karte tot? Vielleicht. Gucken wir mal, wie tot die ist. Und der zweite blöden Pöbeln. Ja, die sind böse. Ich habe zum Beispiel auch Karten, die mich halt, behindern, wie jetzt Gravity Bind zum Beispiel auch gar nicht im Deck, weil es im ersten Game so gut funktioniert hat. Machen wir das jetzt nochmal. Oh, ja, das. Das ist immer das Beste, was passieren kann. Mensch, das geht hier immer. Freunde, über sein Haus geklappt? Glaub schon. Ja, ja. Du musst es einmal aussprechen, dann wird es besser, weißt du? Die Fairy Box. Ehrenmann. Oh, da ist der Scam. Aber Bruder, nee. Heute nicht. Und ich struggle hier schon wieder hart mit meinen Life-Ones, Mann. Old Rank Mode war damals Kindheitsstyle, war es die absolute Supercard. Die habe ich geliebt. Ich auch. Kommen. Genau, die hast halt immer bekommen, ja, das war das Geile. Die kam immer wieder. Genau, und niemand hat damals irgendwas auf Beltrap im Google gegeben. Dass wir die nicht haben, nervt mich immer noch. Ich habe da sogar 2 von, das nervt mich auch, dass ich nur einen davon spielen kann. Ja, das Garm ist natürlich not bad. Brauche ich nur was die Swords da wegmacht. Erstmal deine Zauberkarte, da jemand die kann da bleiben. Ach, dammit. Hat mir so mehr gestaltet, dass mir Spieler das Game verloren. Das war nicht so clever. Mit 3 Karten in der Hand, der macht wie viel Damage? 400, also sind das 1, 2. Da musst du nur 1000 Damage machen. Das ist natürlich. Das war nicht so clever. Ah, das ist Swarm of Lotus, ja, okay. Das habe ich nicht gesehen. Beide. Darum habe ich mich so. Das waren so gute Pulls mit der. Mit dem Döschen. Fast. Oh. Ja, das ist halt mit den Gravity Binds, was halt. In eurem Deck funktioniert es halt ganz gut. Cold Wave hat mich einfach das Game verloren. Das war so dumm, nicht aktivieren wegen scheiß Swords, ey. Ja, das ist Game. Wie mich die Cold Wave einfach selber gefistet hat, ey. 17 Monster und der Rest ist praktisch nur Stallcards. Merkt man gar nicht, also hab ich gar nicht gemerkt. Können wir darüber sprechen, dass das halt eine Vernichtung gewesen ist. Schönen Tag noch. Ciao, Leute.